Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 69 vom Freitag, dem 6. Oktober 2017. Am Mikrofon für euch wie immer Philipp Hanse und Ulf Burmeier. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Zusammenfassung des politischen Geschehens in Deutschland und der Welt. Und in dieser Woche haben wir die traurige Pflicht, einen Todesfall zu vermelden. Ich finde, das ist wirklich ein Ereignis, das mich sehr berührt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. In den letzten Tagen hat ja der Sturm Xavier Berlin und überhaupt Norddeutschland durcheinander gewirbelt. Ich glaube, am Donnerstagabend war es, Philipp, ne? Ich glaube, ja. Ja, Donnerstagabend. Und natürlich habe ich in den Nachrichten gehört, dass es Todesopfer gab. Und zugleich ist es dann natürlich immer relativ weit weg, weil man ja erstmal denkt, man kennt die Menschen nicht. Aber leider ist es dieses Mal so, dass wir, wie gesagt, einen Todesfall vermelden müssen von einer Frau, die wir erst vor kurzem eingeladen hatten bei uns in der Sendung. Silke Tempel ist in der Tat beim Sturm Xavier ums Leben gekommen. Sie wurde nämlich, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, von einem umstürzenden Baum erschlagen, als sie mit dem Auto unterwegs war und angehalten hatte, um die Straße freizuräumen. Also ja, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und ihrer Familie und wie gesagt, ich muss sagen, es hat mich sehr berührt, wenn dann mit einem Mal so ein Ereignis, das man nur aus den Medien kennt, so sehr konkret wird und mit einmal einen Menschen betrifft, mit dem man erst vor relativ kurzer Zeit gemeinsam so einen Podcast gemacht hat. Ja, also wie gesagt, mich rührt das auch jedes Mal. Also bei mir hat es jetzt so einige Todesfälle in letzter Zeit gegeben, so im entfernteren Umkreis, und sie ist nun der nächste, und das ist schon immer schockierend. Und ich bin wirklich, also das ist keine Phrase, ich denke dann schon primär auch an die Familien und Angehörigen von denen, weil die Frau, naja, war gute 50, 54 glaube ich, und von nun auf jetzt, auf einmal ist sie dann tot. So. Und im wahrsten des Wortes aus dem Leben gerissen, ne? Ja. Durch so eben durch einen umstürzenden Baum, ne? Ein Unglücksfall, ganz tragisch. Und ja. Genau, also sie war halt Journalistin, und das haben wir ja, wie gesagt, könnt ihr auch nachhören, haben wir auch in der Lage gehabt und mit ihr debattiert. Ich habe sie auch nochmal in ein, zwei anderen Zusammenhängen erlebt, wo sie Diskussionen moderiert hat, und ich finde, sie war ja hier bei uns in der Lage, auch nicht unumstritten, hat ja auch unterschiedliches Feedback gegeben, aber ich fand, die hat das immer sehr gut und sehr sachlich und kenntnisreich gemacht, was sie so gemacht hat. Und ja, hat mich sehr berührt. Das hat's mich auch. Dass sie da jetzt wirklich umgekommen ist, ne? Also. Ja, also den Angehörigen und ihren Freunden und der Familie alles Gute. Und ja, das wollten wir am Anfang einfach berichten, weil uns das beide doch sehr betroffen gemacht hat, was ja da passiert ist. Und das auch nochmal als Mahnung, ne? Ich saß auch beim Sturm hier und beim Regen und dachte, oh Mann, so ein Unwetter, und schön und spannend, kann man auch mit den Kindern nochmal rausgehen und gucken. Und dann dachte ich so, aber nee, aber wenn dann hier so ein Baum und der Ast und so, lass mal lieber. Also das ist kein Joke. Ne? Also das ist wirklich, auch muss ja nicht gleich ein ganzer Baum sein, reicht ja schon ein dicker Ast, der einem auf den Kopf fällt. Ja, klar. Der einen mindestens ernsthaft verletzen kann. Und ja, das sei zumindest mindestens eine Mahnung. Ja, und ich hatte auch hier, ehrlich gesagt, das ist jetzt natürlich überhaupt nicht vergleichbar, aber ich hatte hier bei mir daheim auch einen kleinen Sturmschaden. Ich habe so eine relativ breite Fensterbank hier vor meiner Wohnung, vor meinen großen Fenstern, und hatte da so eine Kiste abgestellt. Gott sei Dank hatte ich sie angebunden, denn sie ist vom Sturm von der Fensterbank geweht worden, so eine Cola-Kiste, und hing da nur noch an dem Seil. Und ich bekam jetzt heute eine ganz, ganz panische Mail, die habe ich im Gericht dann gelesen, dass meine Kiste eben an diesem Seil, oder genau genommen war es nerdgerecht ein Netzwerkkabel, vom Balkon baumelte oder von der Fensterbank baumelte. Balkon habe ich ja gar nicht. Und natürlich waren die Nachbarn nervös. Und da musste ich also ganz schnell hoffen, dass es irgendwie gelingt, diese Kiste wieder einzusammeln, bevor das Netzwerkkabel reißt. Ja. Genau. Ich auch nie mit gerechnet, dass eine Cola-Kiste mal eben weggepustet wird. Ja, aber ich hatte es auch früher, als am Anfang, als ich in Berlin war, da hatten wir auch in der WG gewohnt, und dann hatten wir wollten wir Satellitenfernsehen installieren, und dann durften wir aber nichts anbringen, und auf dem Dach war auch nichts richtig, und dann haben wir gedacht, na, dann stellen wir doch mal unseren alten Sonnenschirmständer mit dem Betonfuß aufs Flachdach und machen da die Satellitenschüssel ran, und irgendwann nach so einem Sturm stand da ein Typ vor unserer Haustür mit der völlig zerbeulten Satellitenschüssel in der Hand und diesem Betonfuß von Sonnenschirm, und meinte so, übrigens, das ist eben vom Dach gefallen, ja, ist neben mir oft niedergerasselt. Was? Kommt das von euch?
Und wir so, oh Gott, was? So, ja, also das war natürlich mega leichtsinnig und völliger Humbug, aber wie man als Student halt so ist irgendwie, man macht dann halt mal auch völligen Unsinn. Ja, also das. Ja, da rechnest du ja auch nicht mit. Na, da rechnet man ja nicht mit, dass es so stark weht, ne? Aber gut, ja. So. Ja, das vielleicht diese traurige Nachricht zu Beginn. Wir hatten uns hier noch ins Pad geschrieben, über Steinmeiers Rede zu reden. Ne? Also der Bundespräsident, der war ja abgetaucht, mehr oder weniger. Von dem hat man irgendwie gar nichts gehört. Wochenlang. Angeblich hat er einen Online-Kalender und angeblich ist dieser Online-Kalender total voll und angeblich ist er irgendwie immer durchs Land gegurkt, aber man hat nichts gehört. Und jetzt hört man also zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober dieses Jahr in Mainz gefeiert, eine halbstündige Rede von ihm, die doch auf ein großes Echo gestoßen ist. Und zwar, ich habe mir die dann auch nochmal in Gänze angehört, den Link gibt es bei YouTube beziehungsweise in unseren Shownotes. Und muss auch sagen, war eine gute Rede. War eine gute Rede, weil er, sagen wir mal, staatsmännisch schon war, aber sich nicht in Plattitüden verloren hat. Er ist konkret, relativ konkret geworden. Ja. Yeah. Und hat auch klare, sagen wir mal, Pflöcke eingehauen, ohne polemisch zu werden, ohne auszugrenzen, ohne zu verschrecken. Also das fand ich, war irgendwie eine Rede, wie man sie von einem Bundespräsidenten erwarten kann, der ja nicht viel mehr machen kann als reden. Ja, aber mal so grundsätzliche Leitplanken einhauen und der Gesellschaft so eine Richtung zu weisen, wie man mit fundamentalen Problemen umgehen kann. Also er hat dann so, fing dann halt damit an, dass er sagt, ja gut, jetzt wie viel sind es denn jetzt? Was haben wir jetzt? 2017, also fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit, ist die Mauer zwar weg, aber es gibt halt neue Mauern. Und die hatte er so beschrieben. Aber am 24. September wurde deutlich, es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen, aber eben doch Mauern, die unserem gemeinsamen Wir im Wege stehen. Ich meine die Mauern zwischen unseren Lebenswelten, zwischen Stadt und Land, online und offline, arm und reich, alt und jung, Mauern, hinter denen der eine vom anderen offenbar kaum noch etwas mitbekommt. Und er hat das dann halt auch so erzählt, dass quasi ja, diese Mauern unter anderem auch deshalb entstehen, weil sich eben nicht alle so in dieser bundesrepublikanischen Postmauerzeit wiederfinden und auch ihre Geschichten nicht wiederfinden. Also er hat dann von den Ostdeutschen gesprochen, die halt Brüche erlebt haben, wie seine Generation das nicht erlebt habe, aber diese Geschichten sind eben nicht in dem Maße Teil dieses bundesrepublikanischen Wirs geworden, wie er das nannte, wie eben die westdeutschen Geschichten. Und so erklärt er das eben auch zum Teil, dass die AfD so viel Wähler hat überzeugen können. Und zu diesen Wählern sagte er, nicht direkt, aber schon kann man das, glaube ich, auf die beziehen. Nicht alle, die sich abwenden, sind deshalb gleich Feinde der Demokratie. Aber, meine Damen und Herren, sie alle fehlen der Demokratie. Sag mal so, ich fand, er hat das ganz gut gemacht, indem er halt dieses große Thema Migration, Zuwanderung, wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns, wer darf rein, wer darf nicht rein, finde ich, da hat er ein paar ganz gute Sachen zugesagt. Er hat definiert, was er so unter Deutschsein versteht, das war jetzt nicht besonders revolutionär, aber er sagt halt Grundgesetz, Gleichberechtigung Mann und Frau, darüber kann eigentlich nicht verhandelt werden. Und auch die Geschichte, speziell diese 12 Jahre, 33, 45, das gehört auch zur deutschen Identität. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Das hat er aufgeklärten Patriotismus genannt. Aber was ich interessant fand, war, dass er eben das auch als Voraussetzung formuliert hat, um deutsch zu werden. Und zwar einerseits das Bekenntnis zum Grundgesetz, aber eben nicht nur das. Und zum Deutschwerden gehört, diese unsere Geschichte anzuerkennen und anzunehmen. Das sage ich auch denen, die aus Osteuropa, Afrika oder den muslimisch geprägten Regionen des Mittleren Ostens zu uns gekommen sind. Wer in Deutschland Heimat sucht, kann nicht sagen,
Das ist eure Geschichte, nicht meine. Doch, meine Damen und Herren, wie sollen wir dieses Bekenntnis von Zuwanderern erwarten, wenn es in der Mitte unserer Demokratie nicht unangefochten bleibt? Also, wie findest du das? Das wollte ich dich mal fragen. Wie findest du das von Zuwanderern, von Einwanderern, die hier leben wollen, dauerhaft leben wollen? Einerseits zu verlangen, ihr müsst euch zum Grundgesetz und dessen Werten bekennen, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Rechtsstaat etc. Das finde ich, ist Konsens, also zwischen uns beiden nehme ich an, das finde ich gut. Aber dieses Bekenntnis. Ja, da hatten wir ja vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Da hatten wir ja uns diese Frage gestellt, was ist denn eigentlich die Leitkultur und geht Leitkultur denn wirklich erheblich darüber hinaus, was das Grundgesetz vorsieht? Ne? Und da waren wir beide ja eher skeptisch und hatten eigentlich das Grundgesetz jedenfalls sehr stark betont und ich glaube, wir sind jedenfalls. Also, soweit ich mich entsinne, sind wir nicht auf irgendwelche bestimmten Punkte gekommen, wo wir gesagt haben, das gehört jetzt zwingend neben dem Grundgesetz noch. Genau, und er definiert das aber auch dieses Geschichtsbewusstsein, dass Zuwanderer, Einwanderer sagen müssen, das ist nicht eure Geschichte, speziell auch die Nazizeit und diese Weltkriege und die Judenvernichtung und der Holocaust, sondern wenn wir hier einwandern, ist das auch unsere Geschichte. Das finde ich ist mal eine Ansage. Ja, ich finde das eine ganz interessante These, denn natürlich können Menschen, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, jetzt für den Holocaust persönlich gar nichts. Aber Philipp, mal ganz ehrlich, das gilt ja für dich und für mich ganz genauso. Mhm. Also möglicherweise gibt es in unseren Familien irgendwelche Menschen in früheren Generationen, die sich persönlich schuldig gemacht haben, aber wir beiden Gott sei Dank und gar nicht. Das ist ja das, was man so schön die Gnade der späten Geburt nennt, ne? Dass man eben da persönlich nicht mehr sich schuldig machen konnte, noch nicht mal in die Situation kam, aktiv sich dagegen entscheiden zu können oder zu müssen, schuldig zu werden. Und aber, gleichwohl, glaube ich, leben wir sehr, doch in... Ganz kurz, sehr umstrittener Begriff übrigens, ne? Gnade der späten Geburt. Ich glaube, das hat Herr Kohl gesagt. Ja, ich weiß. Genau, ja. Ja, genau. Das ist ein umstrittener Begriff, aber ich denke trotzdem, dass er das so ein bisschen auf den Punkt bringt, quasi Schwein gehabt zu haben. Ne? Einfach, weil man gar nicht erst in diese Situation kam, sich entscheiden zu müssen oder auch nur entscheiden zu können. Und trotzdem, glaube ich, würden wir beiden doch von uns sagen, dass wir natürlich diese historische Verantwortung trotzdem annehmen. Nicht, und zwar nicht als persönliche Verantwortung, sondern als Verantwortung dieses Staatsvolks, ne? das sich eben das deutsche Volk nennt. Und aber die Frage, wie denn das eigentlich vermittelt ist, wie diese Verantwortung vermittelt wird, die finde ich gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, also da habe ich jetzt persönlich noch nie so lange drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Wahrscheinlich ist es letztlich einfach die Erkenntnis daraus, dass aus diesem Land heraus, also quasi von diesem Staatsgebiet her und von diesem Staatsvolk her furchtbare Verbrechen begangen worden sind, in der Menschheitsgeschichte ziemlich einmalige Verbrechen und dass wir einfach unser Staatswesen aufgebaut haben 1949 auf dem festen Entschluss, dass sowas nie wieder passieren soll. Und wir sind ja, denke ich, da auch bislang relativ weit gekommen. Also ich würde schon sagen, dass die Demokratie, die wir so aufgebaut haben in Deutschland, weltweit relativ vorne dabei ist. Das ist alles nicht perfekt, ne? Gerade in der Lage besprechen wir ja auch viele Dinge, die in Deutschland gerade so im Menschenrechtsbereich vielleicht noch nicht optimal laufen, aber im internationalen Vergleich, glaube ich, kann sich das sehen lassen. Auf jeden Fall, also die Verantwortung würde ich schon sagen, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, mein Sohn, da spüre ich schon eine Verantwortung, ihm das zu erklären, was da passiert ist, was daraus folgt, ja. Was das mit heute zu tun hat. Jetzt mit 11 Jahren nach Auschwitz fahren oder so, das ist wahrscheinlich noch nicht so das richtige Alter, aber steht vielleicht sicherlich irgendwann auch mal auf dem Zettel. Wir waren zusammen in Israel jetzt. Natürlich war das da Thema und das ist schon eine Verantwortung, finde ich, ihm das zu erklären, was es mit diesem Staat auf sich hat und was dieser Staat mit Deutschland zu tun hat. Ja. Und ich finde es aber nur interessant, das von Einwanderern und Zuwanderern zu verlangen. Ja, genau. Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Gedanken bleiben, wieso eigentlich wir beiden, ja, oder unsere Generation, wir müssen es ja gar nicht so sehr auf uns als Person beziehen, wieso eigentlich unsere Generation zum Beispiel und warum, um mal ein Beispiel zu bilden, nicht die gleichaltrigen Menschen oder vielleicht ja doch die gleichaltrigen Menschen in Großbritannien oder in Frankreich, ne, die ja jedenfalls klassisch eher zu den Staaten gehören, die im Zweiten Weltkrieg quasi Opferstaaten waren, die überfallen worden sind, von einzelnen Kriegsverbrechen vielleicht, keine Ahnung, der Royal Air Force mal abgesehen, im Grundsatz gelten die eher als Opferstaaten.
Würdest du die eigentlich ebenso wie uns beiden und unsere Generation in der Verantwortung sehen, zu sagen, die Nazi-Verbrechen dürfen sich nicht wiederholen, oder sind die irgendwie weniger betroffen, weil sie eben keine Deutschen sind? Das finde ich ist eine spannende Frage, denn die Antwort könnte nämlich uns dabei helfen, zu verstehen, warum wir möglicherweise in einer besonderen Verantwortung stehen. Ja, so impulsiv würde ich schon sagen, dass wir da eine besondere Verantwortung haben. Irgendwie. Also wenn irgendwie ja, ne? Ich würde das auch sagen. Aber warum ist das so? Das ist auch deswegen so spannend, weil ja genau das die AfD teilweise in Zweifel zieht. Ne? Wir haben ja vor ein paar Wochen diese Redeschnipselchen, ich glaube von Gauland eingespielt, wo er im Prinzip so eine Art Schlussstrich vorgeschlagen hat. Ne? Frei nach dem Motto, wir waren es ja nicht gewesen, sondern wenn, dann waren es unsere Vorfahren. Und ich finde deswegen diese Frage wirklich spannend. Warum stehen wir da in einer Verantwortung und ist das was spezifisch Deutsches oder betrifft das nicht auch Menschen in anderen Ländern, also zu sagen, wenn man, wieder Faschismus? Wenn man das so definiert, dass auch quasi dieser Patriotismus und dieses, sag mal, dieses Bewusstsein als Deutscher, wenn sich das speist auch zum großen Teil aus dieser Geschichte, und es tut es irgendwie, ja, dann finde ich, folgt daraus, wenn das ein Teil deiner Identität ist, dann ist das was, was dich von Franzosen unterscheidet. Diese Geschichte. Und dann kann man auch daraus ableiten, dass du als, was wir als Deutsche, wenn das Teil unserer Identität ist und das uns auch unterscheidet von Franzosen und Briten, weil die das nicht hatten, dann folgt daraus auch eine besondere Verantwortung, weil es Teil unserer Identität ist, unseres Selbstbewusstseins, unseres Selbstverständnisses. So. Und das also es ist eben keine Frage der Kausalität. Ne? Es nee, ist jetzt nicht irgendwie, nee, das nee. Nicht etwa, weil wir verantwortlich wären oder weil es daran liegt, dass das Deutschsein einen irgendwie besonders anfällig macht, sondern es ist einfach, wie du sagst, ein Teil unserer Identität. So würde ich das übrigens auch verstehen. Ne? Ich würde das genauso sehen. Es gehört eben zur Geschichte dieses Landes dazu und daraus leitet sich eben so eine besondere Verantwortung ab. Aber ich finde es trotzdem spannend, diese Frage zu stellen, weil ich da für mich persönlich auch noch keine befriedigende Antwort gefunden habe. Ich finde, diese Frage ist so eine Art von, man kann das, ich empfinde das immer wie so eine Frage des Erwachsenwerdens. Wenn du Teenager bist, dann weißt du nicht, bin ich jetzt so oder bin ich jetzt so? Habe ich meine guten Seiten, aber was mache ich denn mit den schlechten Seiten? Und als Erwachsener lernst du, diese ganzen verschiedenen Seiten in eine Persönlichkeit zu integrieren. So, das ist das, was Erwachsenwerden ausmacht, dass du lernst, ich habe Stärken, ich habe Schwächen, ich bin manchmal ein Arschloch, aber nicht immer und nicht grundsätzlich, aber das gehört zu mir, das macht mich aus und ich mache damit meinen Frieden, so, und akzeptiere, dass es so ist. Und ich habe das Gefühl, bei den Deutschen ist es mit dieser Identität auch so. Wir haben, viele haben, und das nennt Steinmeier einen aufgeklärten Patriotismus, viele haben gelernt, diese sehr widersprüchlichen Seiten der deutschen Identität und der deutschen Geschichte in ein Selbstverständnis von sich und von so einem Land zu integrieren. Ja, dazu gehört diese Wirtschaftsleistung, dazu gehört ein Rechtsstaat, dazu gehört eine relativ freie Presse, dazu gehören viele, viele gute Seiten, die dieses Land hervorgebracht hat und hervorbringt, aber dazu gehört eben auch, dass sie zwei Weltkriege angefangen haben und alles, was da nachkam und der Holocaust und die Judenvernichtung. So, und das ist erstmal widersprüchlich, aber ich finde, wir haben es zu großen Teilen geschafft, daraus eine Identität zu bauen, die beides und die alle, diese guten und die schlechten Seiten integriert. Und daraus folgt zwangsläufig, dass wir eine besondere Verantwortung haben, nämlich die Erinnerung wachzuhalten, dass wie sowas kommen konnte, dass sowas nicht wieder passiert und darauf aufmerksam zu machen, wenn sich das droht, zumindest in Ansätzen zu wiederholen. So. Ja, genau. Und das ist nämlich, finde ich, auch ein ganz, ganz wertvoller Punkt, einfach zu sagen, es ist wahnsinnig gefährlich. Ja, es ist einfach, eine Demokratie ist unglaublich verletzlich und es geht so schnell, dass auch eine halbwegs gefestigte Demokratie abgleitet in so ein System, wie es eben die Nazis ab 1933 errichtet haben. Man kann sich darüber streiten, wie gefestigt die Weimarer Republik war, aber jedenfalls sieht man, wie eine der Verfassung nach demokratische Kultur den Bach runterging, und zwar letztlich in
innerhalb weniger Wochen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass dieses ganz bewusste Erinnern daran, diese Mahnung der Ereignisse, die ab 1933 stattfanden, zugleich, glaube ich, so ein Quell ist dieser großen Kraft, die Deutschland an den Tag gelegt hat seither, um eben eine freiheitliche Demokratie aufzubauen. Ne? Also ich glaube, dass zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht mit seiner liberalen Rechtsprechung so sich kaum erklären lässt ohne die Erfahrung des Faschismus. Also nicht umsonst werden diese Erfahrungen ja auch ständig zitiert, also gerade in den älteren Entscheidungen. Auch dieses bewusste Entscheidung für ein freiheitliches Staatswesen, die hat, glaube ich, eine Menge damit zu tun, dass eben Deutschland lebt in dieser Erinnerungskultur. Genau, und wenn man beschließt, wenn man zu dem Schluss kommt, das war ein nahezu einmaliges Menschheitsverbrechen und es soll sich nicht wiederholen und wir müssen daran erinnern, dann stellt man sich die Frage, ja, wer soll das denn machen? Wer soll das tun? So. Und wer soll sozusagen dafür auch garantieren, wenn es andere nicht tun, dass es eben nicht in Vergessenheit gerät? Und das können nur am Ende die Deutschen sein. Da können sich auch andere dran erinnern, das können auch andere dafür sorgen und so. Aber wenn es darum kommt, wenn alles schief geht, wer soll es machen? Das können nur die Deutschen sein. So. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, es können nur die Deutschen, aber die Deutschen haben eben eine andere Form der Verpflichtung, auch wenn sie nicht persönlich verantwortlich sind, weil es eben so viele Verbindungen gibt, weil es eben dieselbe Sprache ist, weil eben im Namen auch der Deutschen das begangen wurde. Ja. Genau. Es ist auch letztlich eine Frage so der Marke. Ja, es hängt ja untrennbar zusammen mit der Marke Deutschland. Ne? Deutschland ist eben nicht nur Mercedes, Deutschland ist eben auch Auschwitz. Punkt. Aber ja, jetzt die interessante Frage ist, soll man das auch von Zuwanderern verlangen? Dieses Bekenntnis, dass es auch, wenn wir hier wohnen und wenn wir hier dauerhaft leben wollen und nach Deutschland einwandern wollen, das ist auch unsere Geschichte. Finde ich, also dann würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, weit gegriffen. Das ist weit gegriffen, aber wenn wir das so verstehen, wie wir das gerade uns so überlegt haben, dass es im Grunde so eine Art Patenschaft ist für diese Erinnerung und dass aus dieser Erinnerung heraus, aus dieser Mahnung heraus eben ganz viele Impulse auch entspringen für eine freiheitliche, liberale Weiterentwicklung unseres Staatswesens, ja, für so Dinge wie Grundrechte, für den Rechtsstaat, für die Demokratie, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann gibt es da keine gespaltene deutsche Identität. Dann kann man nicht nur sagen, wir nehmen jetzt mal das Grundgesetz an, aber wir wollen mit diesen ganzen Mahnungen nichts zu tun haben. Ich glaube nämlich, dass man dann einfach nicht so richtig versteht, was diesen Staat, um es mal dieses abgeschmackte Zitat zu hören, was diesen Staat im Innersten zusammenhält. Ja? Ich glaube, wenn das so ist, wie wir es gerade rekonstruiert haben, dass es eben ein Teil unserer Identität ist, dass es ganz wichtig ist, auch bis heute für unser politisches und juristisches Leben in Deutschland, dann geht es nicht anders. Dann muss man eben neben dem Grundgesetz und der Sprache, glaube ich, auch diese Erinnerungskultur annehmen. Also, und Steinmeier hat dann ja noch weiter gesprochen über diesen Begriff Heimat. Das finde ich auch ganz interessant, weil das natürlich ein Begriff ist, der in dieser, wir haben da auch viel drüber geredet, in dieser Debatte oft aufgekommen ist, auch gerade wenn es darum geht, wer hat eigentlich die AfD gewählt, wer ist so enttäuscht, dann war es halt keine ökonomische sozusagen primär Enttäuschung, sondern eher so eine kulturelle, emotionale Enttäuschung, weil eben viele Leute das Gefühl haben, ihnen kommt die Heimat abhanden. Sie wissen nicht mehr, wo sie hingehören. Und dazu hat Steinmeier zwei Sachen gesagt. Zum ersten das. Wenn einer sagt, ich fühle mich fremd im eigenen Land, dann können wir nicht antworten, tja, die Zeiten haben sich halt geändert. Wenn einer sagt, ich verstehe mein Land nicht mehr, dann gibt es etwas zu tun in Deutschland, und zwar mehr, als sich in guten Wachstumszahlen und Wirtschaftsstatistiken zeigt. Denn verstehen und verstanden werden, das will jeder, das braucht jeder, um sein Leben selbstbewusst zu führen. So, und verstanden werden ist sozusagen nach Steinmeiers Sicht, Lesart, auch ein Element von Heimat. Und ich finde, da hat er einen ganz guten Weg gefunden, diesen bisschen antiquierten Begriff und schwierigen Begriff aufzunehmen und zu thematisieren. Wie findest du das? Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, was Heimat jetzt tatsächlich noch so an Erkenntnis bringt. Ne? Aber ich glaube, es ist für viele Menschen eben doch ein ganz wichtiger Begriff. Ich würde nur ein kleines Fragezeichen anbringen wollen hinter diesem Fremd im eigenen Land. Denn interessanterweise sind es ja gerade die Menschen in Regionen zum Beispiel, wo es so gut wie keine Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die mit einmal sagen, sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Ich glaube also, dass dieses Fremdheitsgefühl total abgekoppelt ist von tatsächlicher Überfremdung. Also man hört es in Berlin relativ wenig und das ist nun wahrlich eine der Städte mit sehr hohem Migrantenanteil. Also ich glaube, da muss man ein kleines bisschen tiefer bohren, da muss man sich die Frage stellen, dieses Fremdheitsgefühl,
Woran liegt denn das eigentlich? Und ist das nicht eigentlich im Kern dasselbe wie dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, keine das wirkliche Rolle glaub ich zu spielen? Das glaube ich definitiv. Oder? Ja. Das ist, glaube ich, das Ding. Ja. Also das meinte er ja mit diesen, ne, mit diesen Geschichten von, auch von den Ostdeutschen, dass die Teil sozusagen dieser jetzt gesamtdeutschen Erzählung werden müssen. So sagt er, wie das konkret aussehen soll, hat er nicht gesagt. Aber es war erstmal sozusagen ja auch seine Aufgabe, da einen Impuls zu geben, eine Richtung vorzugeben, wohin es sozusagen gehen kann. Und zur Heimat hat er dann nämlich noch jenes gesagt. Je schneller die Welt sich um sich dreht, desto größer wird eben die Sehnsucht nach Heimat, dorthin, wo ich mich auskenne, wo ich Orientierung habe, wo ich mich auf mein eigenes Urteil verlassen kann. Das ist im Strom der Veränderungen heute für viele schwerer geworden. Doch die Sehnsucht nach Heimat dürfen wir nicht denen überlassen, die Heimat konstruieren als ein Wir gegen die, als Blödsinn von Blut und Boden, die eine heile deutsche Vergangenheit beschwören, die es so nie gegeben hat. Meine Damen und Herren, die Sehnsucht nach Heimat, nach Sicherheit, nach Entschleunigung, nach Zusammenhalt, vor allen Dingen nach Anerkennung, ich bin ganz sicher, meine Damen und Herren, diese Sehnsucht nach Heimat, die dürfen wir nicht den Nationalisten überlassen. Und das geht ja so ein bisschen. Das ist ganz lustig, ne? Also ich hatte die Rede ja vorher jetzt nicht gehört, aber das ist ganz lustig, dass diese Antwort ja im Grunde genau dasselbe ist, was wir gerade zusammen überlegt hatten, ne? Dass es eben darum geht, Anerkennung zu vermitteln, ne? Oder? Genau, Anerkennung und nicht eben Heimat zu vermitteln über da laufen ein paar Leute rum, die sehen irgendwie anders aus als ich, die müssen weg, dann fühle ich mich wieder zu Hause. Sondern es ist eher ein, sagen wir mal, es geht eher darum, ein positives Gefühl, aktiv, wie stellen wir uns Heimat vor und wie kann das sozusagen aktiv vermittelt werden? Und dann hat er so ein paar Andeutungen gemacht, wie halt diese Geschichten mit einbeziehen und dass die Leute sich verstanden fühlen und ein gewisses Maß an mehr Sicherheit und Eingebundenheit und Partizipation empfinden. Und das, finde ich, ist ein Weg, wo ich sagen kann, ja gut, das, so kann man vielleicht Heimat konstituieren auf eine aktive Art, ohne andere auszugrenzen. So, und dann apropos Ausgrenzen, das war dann der letzte Ton, den er noch gesagt hat, und das führt uns dann zum nächsten Kapitel. Das, finde ich, war, was jetzt kommt, sozusagen als Schlussfolgerung aus dem, was er bisher gesagt hat zu diesem Thema Einwanderung, Heimat, hat er einen relativ konkreten politischen Vorschlag gemacht. Wir müssen uns ehrlich machen, meine Damen und Herren. Wir müssen uns ehrlich machen in zweifacher Weise. Erstens, auch wenn sich hinter beiden Fluchtgründen härteste menschliche Schicksale verbergen, sie sind nicht dasselbe, sie begründen nicht den gleichen uneingeschränkten Anspruch unserer Verfassung. Und zweitens, ehrlich mal. Also da ganz kurz eingehakt sozusagen, die beiden Fluchtgründe sind wirtschaftliche Gründe, sein Land zu verlassen, nach Deutschland zu kommen, und politische Gründe, nach Deutschland zu kommen. Machen. Müssen wir uns auch in der Frage, welche und wie viel Zuwanderung wir wollen, wie viel wir vielleicht sogar brauchen. Aus meiner Sicht gehört dazu, dass wir uns Migration nicht einfach wegwünschen, sondern ganz jenseits von Asyl und den gemeinsamen europäischen Anstrengungen auch legale Zugänge nach Deutschland definieren, die Migration nach unseren Maßgaben kontrolliert und steuert. Nur wenn wir uns in beiden Fragen ehrlich machen, meine Damen und Herren, werden wir die Polarisierung in der Debatte überwinden. Und ich bin sicher, wenn die Politik sich dieser Aufgabe annimmt, gibt es eine Chance, die Mauern der Unversöhnlichkeit abzutragen, die in dieser Frage in unserem Land gewachsen sind. Und das tut Not. Also, das ist mehr oder weniger unverhohlener Aufruf, ein Einwanderungsgesetz zu beschließen an die nächste Regierung. Das kann man jedenfalls so lesen, denke ich mal. Und das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denke ich, das wir zum Anlass genommen haben, uns mal diese Frage zu stellen. Was ist denn eigentlich der Sinn und Zweck hinter einem solchen Einwanderungsgesetz? Und
Philipp hat dazu mal zusammengestellt, was denn die Parteien sich da so zu überlegt haben. Genau, da gibt es also ja eine ganze Reihe verschiedener Konzepte. Genau, ja. die Grundidee ist eigentlich, Einwanderung ein bisschen zu sortieren, zu ordnen, effizienter und nachvollziehbar und transparenter zu machen. Sowohl nach innen, in die innerdeutsche Kommunikation, wer kommt eigentlich zu uns, aus welchen Gründen, wie gehen wir mit denen um, wen lassen wir rein, wen lassen wir nicht rein, und aber auch nach außen, für die, die nach Deutschland wollen bzw. in Not sind, klarer zu machen, was sind hier die Bedingungen und die Wege, wie ihr nach Deutschland kommen könnt. Denn im Prinzip, das ist ein bisschen vereinfachend, aber im Prinzip ist es heute so, wenn du nach Deutschland willst, dann ist eigentlich im Prinzip, bleibt dir nur Asyl zu beantragen. Und Asyl bedeutet eigentlich, ist ja für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen vorbehalten, nämlich die persönlich, individuell, politisch verfolgt sind. Und das sind halt bei weitem nicht alle, die hier nach Deutschland kommen und an den Grenzen stehen und Asyl beantragen. So, ne? Es sind viele, aber eben bei weitem nicht alle. Und so ein Einwanderer. Ja gut, wir müssen es so ein bisschen ergänzen. Also das Asylgrundrecht war ja zunächst mal eben das Grundrecht aus unserem Grundgesetz, das aber in der Praxis heute praktisch gar keine Rolle mehr spielt, weil Anfang der 90er Jahre das Grundgesetz ja geändert worden ist, sodass man also Asyl nur noch dann bekommen kann, wenn man eben nicht durch einen sogenannten sicheren Drittstaat eingereist ist. Nun ist Deutschland aber umgeben von sicheren Drittstaaten, sodass also Asyl im klassischen Sinne es praktisch heute gar nicht mehr gibt, sondern heute reden wir der Sache nach über verschiedene Schutzansprüche nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber auch das setzt im Grunde immer voraus, dass man in irgendeiner Art und Weise verfolgt ist. Wir hatten dazu vor einiger Zeit mal eine Expertin in der Lage zu Gast, nämlich Nora Markart, die Kollegin von mir auch im Vorstand der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Diese ältere Folge lohnt sich nochmal nachzuhören, denn da hat Nora das sehr schön erklärt, was es denn da eigentlich so für verschiedene rechtliche Situationen gibt. Also man redet heute immer noch von Asyl, in der Praxis spielt aber das Asylgrundrecht praktisch gar keine Rolle mehr, sondern es geht da um völkerrechtliche Ansprüche auf Schutz, die aber eben in verschiedenen, sagen wir mal, in verschiedenen Abstufungen verteilt werden. Da haben wir zum Beispiel auch gesprochen über den echten Flüchtlingsstatus, der zum Beispiel das Recht gewährt, grundsätzlich die Familie nachzuholen, und dann gibt es den sogenannten subsidiären Schutz, der wird dann gewährt, wenn jemand nicht individuell verfolgt ist, mal ganz grob formuliert, und da darf man seine Familie nicht nachholen, was zurzeit für Zehntausende von Verfahren vor den deutschen Verwaltungsgerichten sorgt. Genau. Aber Philipp hat natürlich völlig recht. Im Kern ist das Problem, dass man jetzt anders als in den Vereinigten Staaten oder so eben nach Deutschland normalerweise nicht einfach so einwandern kann. Ja, man kann jetzt nicht sagen, ich möchte gerne nach Deutschland, wenn man zum Beispiel in Indien lebt. Man kann natürlich ein Visum beantragen, um in Deutschland zu studieren, oder ähnliche Ausnahmesituationen gibt es, aber das sind im Prinzip alles zeitlich begrenzte Aufenthaltsrechte, und irgendwann muss man zurück. Und wenn man tatsächlich einwandern will, gibt es nur die Möglichkeit, das als Flüchtling zu tun. Und da haben wir das große Problem, dass viele Menschen eben nach Deutschland vor allem aus wirtschaftlichen Gründen kommen, aber dann keine andere Wahl haben, letztlich als zu lügen. Und selbst wenn dieses Verfahren dann dazu führt, erwartungsgemäß, dass sie irgendwann theoretisch wieder zurück müssten, gibt es dann, das haben wir in der Lage auch schon ausführlich diskutiert, so häufig die Situation, dass die Menschen aber einfach nicht abgeschoben werden können. Ja, zum Beispiel, das ist der Klassiker, weil ihr Heimatstaat nicht kooperiert bei dieser Abschiebung. Das heißt also, wir haben einen immer größer werdenden Pool von Menschen in Deutschland, die eigentlich kein Recht mehr haben, in Deutschland zu sein, die auch überhaupt keine Perspektive haben, keine Arbeitserlaubnis, die hier im Grunde mehr oder weniger perspektivlos vor sich hin leben, um nicht zu sagen vegetieren, die aber auch das Land nicht verlassen können, weil man sie eben nicht abschieben kann und sie im Zweifel gar kein Geld für den Flug haben. Also das ist eine sehr unzuträgliche Situation, weil man diesen Menschen natürlich keine Perspektive gibt, und das ist natürlich auch kein Geheimnis, wenn Menschen keine Perspektive haben, nicht arbeiten können, keine legale Erwerbsmöglichkeit, dann gibt es immer einen bestimmten Prozentsatz, der dann eben auch dissozial oder gar kriminell wird. Genau, und jetzt ist dieses Einwanderungsgesetz immer in der Diskussion, und man muss vorwegschieben, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Baustein, so wie Steinmeier das auch angedeutet hat, aber es wird viele dieser Probleme nicht lösen. Aber trotzdem, denke ich, ist es ein wichtiger Baustein, und ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, was schreiben denn Union, CDU, CSU, Grüne und FDP, die ja jetzt wahrscheinlich die nächste Regierung bilden werden, so in ihre Programme. Und sagen wir mal so, also bei der Union ist es so am diffusesten, die nennt das ganze Fachkräftezuwanderungsgesetz. Sie nennen es nicht Einwanderungsgesetz, weil es, glaube ich, kulturell in der Union schwierig ist. Aber unterm Strich steht da halt auch, wir wollen
begrenzte Einwanderungspolitik für Fachkräfte. So, also sozusagen. Das wurde so eine Art Green Card Regel. Genau. Ne? Das ist so ein bisschen das, wo, glaube ich, auch Grüne und FDP, wo so eine große Schnittmenge ist. Wir wollen es irgendwie ermöglichen, sagen wir mal, für Fachkräfte, für Leute, die gut ausgebildet sind, hier dauerhaft nach Deutschland einzuwandern. Und die Grünen haben das am konkretesten gemacht. Die haben einen Gesetzentwurf vorgelegt und bei denen nennt sich das Ganze Talentkarte, wo also die Idee ist, im Bundestag gibt es eine Kommission und die setzt jedes Jahr fest, wie viel Fachkräfte brauchen wir eigentlich. Und dann gibt es halt da so und so viel x 100.000 Talentkarten und darauf kann man sich halt bewerben. Und da wird dann sozusagen nach Ausbildung, Alter, Sprachkenntnisse etc. wird halt geguckt, wer passt in unser Bedarfsprofil sozusagen. Und die sollen dann nach Deutschland einwandern dürfen. Das sieht auch die FDP so, aber da gibt es dann sozusagen Unterschiede im Detail. Die Grünen zum Beispiel sagen, wer so eine Talentkarte hat, der darf auch nach Deutschland kommen, ohne einen Arbeitsvertrag zu haben, sondern der darf hierher kommen und, sagen wir mal, ein Jahr oder so eine begrenzte Zeit nach Arbeit suchen dürfen. Die FDP sagt, nein, also so wie ich das verstanden habe, wer hierher kommt, der braucht halt einen Arbeitsvertrag. Der kann so nach so einem Punktesystem, wie die das nennen, bewertet werden, aber unterm Strich braucht man schon einen Arbeitsvertrag, wenn man hierher kommt. Und dann gibt es zum Beispiel auch auseinander, was machen wir denn mit denen, wenn die hier weg sollen? Ja, die FDP und die Union brauchen ganz klar, stellen den Vordergrund, da muss massiv und strenger abgeschoben werden. Das ist bei den Grünen so ein bisschen weicher formuliert. Ja, die müssen dann irgendwie zurückkehren und sollen dazu angeregt werden, zurückzukehren. Aber das zum Beispiel, wie geht man mit denen um? Wie massiv muss man abschieben? Da gibt es durchaus Differenzen. Und die Grünen haben das, wie gesagt, noch ein bisschen ausdifferenzierter gesagt. Wir müssen auch für Niederqualifizierte die Einwanderung erleichtern. Stichwort zum Beispiel Pflegekräfte. Ja, wir wollen mehr Pflegekräfte haben. Das ist halt nicht besonders hochqualifiziert. Aber trotzdem müssen wir auch diesen Leuten das leichter machen, nach Deutschland dauerhaft einzuwandern. Also nicht einfach nur ein bisschen zu arbeiten. Ne? Das ist ja auch für EU-Mitglieder heute schon möglich, aber eben auch aus Nicht-EU-Staaten zu sagen, wir brauchen Pflegekräfte, könnt euch hier bewerben und dann seid ihr dauerhaft hier. Ne? FDP und Grüne sind sich auch einig, man will dann sozusagen auch diesen Spurwechsel ermöglichen, also ja, du bist als Flüchtling, meinetwegen Asylsuchender hierher gekommen, aber du erfüllst jetzt nach einem Jahr oder nach zwei die Voraussetzungen, um auf diesen, auf dieses andere Gleis der Einwanderung nach Talentkarte oder so umzuschwenken. Auch das wollen FDP und Grüne ermöglichen. Also unterm Strich habe ich da gesehen, dass, glaube ich, Grüne und FDP sich da schon sehr einig sind. Auch die Union ist da ein bisschen mit an Bord. Die große Frage ist halt, macht die CSU da mit? Ne? Die CSU hat ja als einzige in ihrem Programm stehen Obergrenze. Ja, wir wollen diese Obergrenze und Horst Seehofer ist ja extrem unter Druck, sitzt sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert und der hat ja jetzt diese Obergrenze da sozusagen nochmal rausgeholt. Und das ist so ein bisschen, da wird am interessantesten zu sehen, wie man da umgeht, ob sozusagen die Grünen und FDP ihr Einwanderungsgesetz bekommen, aber dann auf Flüchtlingsseite dann doch in dieser Flüchtlingskategorie dann doch irgendwie eine Art von Obergrenze eingezogen werden wird. Das wird man sehen. Aber ich denke, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wir in dieser nächsten Legislaturperiode ein Einwanderungsgesetz bekommen werden, was, sagen wir mal, eine Einwanderung ermöglicht, die sich ausrichtet an einem irgendwie demokratisch formulierten Bedarf an Fachkräften und an Einwanderern, die wir hier in Deutschland brauchen. Also das finde ich ehrlich gesagt auch eine sehr attraktive Perspektive. Das einzige, und ich glaube, dass es so ist, wie du sagst, Philipp, dass das sehr wahrscheinlich kommen wird, einfach weil die beiden kleineren Koalitionspartner der absehbaren Jamaika-Koalition sich ja doch relativ einig sind. Du hast auf die Unterschiede gerade hingewiesen und weil die CDU ja doch immerhin Ansätze in diese Richtung auch zeigt. Mit anderen Worten, das wird sicherlich kommen. Die große Frage, die sich für mich stellt bei diesem Einwanderungsgesetz ist, wird das denn eigentlich was ändern an der großen Menge an Menschen, die nach Deutschland kommen, unter dem, ich sage jetzt mal, unter dem Deckmantel Flüchtling zu sein, aber letztlich aus wirtschaftlichen Gründen und die nach den ganzen Kategorien, die wir jetzt gerade diskutiert haben, überhaupt keine Chance haben, eine Blue Card, Green Card, wie man das heißen mag, zu bekommen. Das ist ja genau das Problem. Also für die Fachkräfte, ich sage jetzt mal den gut ausgebildeten Inder, ist es natürlich sehr attraktiv und das wird sicherlich auch für die deutsche Wirtschaft große Vorteile haben, wenn dann eben gut ausgebildete Leute ins Land kommen können. Die Frage ist nur, was macht denn jetzt, ich sage mal etwas polemisch, der arme Teufel aus Angola, der keine Chance hat auf ein solches Visum, wird der dann einfach sagen, ja okay, dann halt nicht, oder wird er sich so verhalten, wie er sich vielleicht heute schon verhält und wird er sich weiterhin auf diese gefährliche Reise übers Mittelmeer machen? Ja, also das ist, glaube ich, der Punkt, den man im Auge behalten muss. Also manchmal wird ja dieses Einwanderung
Einwanderungsgesetz so als Allheilmittel für diese ganze Migrationsflüchtlingsdebatte verkauft und erscheint manchmal so. Und ich glaube, das ist definitiv nicht so. Ich glaube, es hat auch großen symbolischen Wert, vor allen Dingen dieses Einwanderungsgesetz, was nicht schlecht sein muss. Weil, das ist absolut richtig. Weil es nach innen und nach außen signalisiert, hey, wir wollen Einwanderung, wir regeln das, es ist transparenter, es ist ein durchschaubarerer Prozess, wir können auch nach innen kommunizieren, ja, wer ist Flüchtling, wer ist Einwanderer, wer kommt hier rein, das ist alles dann ein bisschen besser verständlicher und geordneter, aber das ist, sagen wir mal, diese großen, die wie es 2015 sie gegeben hat, Flüchtlingsströme, wo viele halt dabei waren, die nicht politisch verfolgt waren, sondern natürlich auch aus Nordafrika kamen, weil es halt wirtschaftlich da problematisch ist, dass man diese Leute, die von denen ja längst nicht alle jetzt hochqualifiziert sind oder irgendwie wahrscheinlich in so einen Filter reinfallen würden, wie er dann vom Bundestag definiert werden würde. Also klar, dieses Problem löst es nicht und das führt nichts daran vorbei, diese Fluchtursachen zu bekämpfen und was natürlich mit so einem Einwanderungsgesetz nicht im Entferntesten gemacht wird. Ja. Genau, aber trotzdem, Philipp, ich finde, dass die Perspektive da sehr gut ist. Es ist immerhin ein erster Schritt. Es ist ja schon mal schön, wenn wenigstens ein Teil der Menschen, die heute eben auf alle möglichen illegalen Wege gezwungen wird, wenn die dann eben eine legale Perspektive bekommen. Das finde ich gut und vor allem, um dieses Stichwort von Steinmeier mal aufzugreifen, ein Einwanderungsgesetz bedeutet eben auch, sich ehrlich zu machen, ne? Einfach ehrlich zu sein und zu sagen, wir sind längst ein Einwanderungsland und wenn das denn so ist, dann ist es ja auf jeden Fall eine gute Idee zu versuchen, diese Einwanderung ein bisschen zu steuern, letztlich im Interesse sowohl der Migranten als auch des Landes, in das sie migrieren wollen. So, ne? Und das finde ich eine adäquate, aufgeklärte Reaktion auf diese Debatte. Wer kommt da eigentlich zu uns? Wer soll eigentlich zu uns kommen? Und da irgendwie Kriterien aufzustellen. Das finde ich eigentlich gut und bin gespannt, wie das ausgeht. Apropos Migration, wir blicken mal in eines der klassischen Zuwanderungsländer, auch wenn Präsident Donald Trump hier die Daumenschrauben in jüngster Zeit deutlich angezogen hat, in die Vereinigten Staaten und müssen da noch einmal ein Thema aufgreifen, das uns in der vergangenen Woche interessiert hat, nämlich diese Schießerei in Las Vegas oder man muss es eigentlich sagen, den Massenmord in Las Vegas, wo jemand bei einem Country Festival, ich glaube, es sind jetzt letztlich 58 Menschen erschossen hat und über 500 schwer verletzt hat. Und zwar, indem er, wir haben es letzte Woche kurz berichtet, aus dem 32. Stock eines Hotels in die Menschenmenge gefeuert hat, über einige hundert Meter. Da können wir zum einen nachtragen, dass es sich in der Tat nicht um einen Terroranschlag handelt. Da gab es so eine kleine Diskussion in den Kommentaren zur vergangenen Folge, wo jemand sagte, natürlich ist das Terror, denn es führt ja zur Verunsicherung, es führt ja zu Angst und Schrecken. Und da fand ich die Reaktionen von anderen Kommentatoren bei uns im Blog sehr interessant. Die sagten, das ist aber doch gerade nicht der Punkt. Terror in diesem Sinne ist gerade sinnlose Gewalt, die aber ausgeübt wird quasi mit einer politischen oder meinetwegen auch religiösen Agenda. Und das war hier ja gerade nicht der Fall. Also jedenfalls wissen wir noch nicht, dass dieser Mann irgendeine Agenda gehabt hätte, der da geschossen hat, sondern das ist eigentlich der klassische Fall des Amoklaufs, wo jemand vermeintlich sinnlose Gewalt ausübt, was ja gerade in den Vereinigten Staaten relativ häufig der Fall ist. Und warum ist das so häufig der Fall? Naja, weil die Vereinigten Staaten, das ist eine Binsenweisheit, so laxe Waffengesetze haben und wir haben in der vergangenen Folge prognostiziert, dass sich daran auch diesmal nichts ändern werde. Da müssen wir uns korrigieren. In der Tat gibt es da nämlich interessante Entwicklungen. Ja, aber das ist so ein bisschen so, also das, was sich da so entwickelt, ist so aus europäischer Perspektive so ein bisschen so, okay, also ihr wollt verhindern, dass man semi-automatische Kriegswaffen zu vollautomatischen Kriegswaffen umbauen kann und das verkauft ihr jetzt intern schon so als großen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch. Also was sozusagen dahinter steht ist, in den USA ist es aktuell nicht komplett illegal, aber sehr, sehr hohe Hürden auch für US-Verhältnisse, vollautomatische Waffen zu kaufen. Also du drückst den Trigger
Und das Magazin wird leer gefeuert, bis halt keine Patrone mehr drin ist. Und dann ist halt sozusagen der Feuervorgang erst abgeschlossen. Solche Waffen sind auch in den USA sehr, sehr schwer für Zivilpersonen zu kaufen. Und deswegen gibt solche Waffen nennt man übrigens vollautomatisch. Vollautomatisch. Das war so ein bisschen die Bezeichnung, genau. Klar. Es ist vollautomatisch, weil man nur einmal den Knopf ziehen muss, den Trigger, den sogenannten Abzug ziehen muss. Und dann kann man den einfach halten, bis das Magazin leer ist. Das nennt sich vollautomatisch. Und genau. Waffen, die aber relativ einfach zu erwerben sind, sind halbautomatische Waffen, wo man also den Abzug zieht und irgendwie ein paar Schüsse halt rauskommen, aber eben nicht, bis das Magazin leer ist. So. Nee, ein Schuss. Das oder ist ein Schuss, also ein Schuss, genau. Genau. Genau, weißt du was, halbautomatische Waffen zeichnen sich eben dadurch aus, dass man nicht mehr selber nachladen muss. Also man schießt und dann wird automatisch nachgeladen, aber man muss dann für jeden Schuss den Abzug neu ziehen. Das ist eine halbautomatische Waffe. Und dann gibt es natürlich noch Waffen, wo man manuell nachladen muss, die gibt es natürlich auch. Genau. Ne? Das ist vergleichbar. Und was jetzt offensichtlich dieser Attentäter da in Las Vegas eingesetzt hat, ist eine kleine Erweiterung, ein kleines Umbaugerät, mit dem man eine halbautomatische Waffe in eine nicht technisch, aber im Effekt, im Ergebnis in eine automatische Waffe umbauen kann. Also man baut dieses Teil dann in diese halbautomatische Waffe ein und wenn man dann den Trigger, den Auslöser gedrückt hält, schießt halt diese bisher auch halbautomatische Waffe so lange und so schnell und viel schneller als bisher, bis das Magazin leer ist. Technisch ist das immer noch keine automatische Waffe, glaube ich, weil es da intern so ein paar Sachen gibt, die sie halt von einer vollautomatischen Waffe unterscheiden. Im Effekt ist es aber eine vollautomatische Waffe, weil du drückst den Trigger, die Frequenz ist höher als bei einer halbautomatischen und das Magazin ist irgendwann leer. So. Ja, das ist ja ehrlich gesagt, das ist ganz einfach. Das macht schon mal Sinn, dass man sich das vorstellt. Das ist nämlich einfach nur so eine Art Feder in dem sogenannten Kolben. Also ein Gewehr hat ja so ein Stück, meistens ist es ein Stück Holz, das so etwa dreieckig ist, das man gegen die Schulter drückt, ja, wo man dieses Gewehr eben an die Schulter ansetzt. Und wenn man dieses Stück Holz oder meinetwegen auch Stück Plastik jetzt ersetzt durch was Elastisches mit einer Feder, dann hat man den Effekt, dass dieses Gewehr eben nicht mehr fest an der Schulter liegt, sondern wenn man schießt, durch die Feder automatisch hin und her schwingt. Und das führt dann dazu, dass diese sich bewegende Waffe, wenn man den Finger hält, quasi automatisch immer den Finger mitbewegt, oder die Waffe bewegt sich dann relativ zum Finger und dann hat man den Effekt, als wenn man quasi mehrfach pro Sekunde den Trigger ziehen würde. Ach so, das wusste ich ja, das, deswegen, ja, deswegen wollte ich doch darüber sprechen, Philipp, weil das so eine völlig absurde Konstruktion ist. Man braucht diese Waffe gar nicht umzubauen. Man baut einfach eine Feder in den Kolben ein und schon springt diese Waffe quasi in der Hand des Schützen automatisch hin und her und zieht eben, keine Ahnung, 5-mal, 10-mal pro Sekunde den Trigger. Und das war nämlich das Ding, was mich bei diesen Videoaufnahmen von diesem Attentat auf das Country-Konzert so irritiert hat. Man hört ja diese Schüsse und die fallen eben viel schneller, als es mit einer halbautomatischen Waffe möglich wäre. Da habe ich schon gesagt, wie kann das sein, dass der Typ mit einem Maschinengewehr in die Menge feuert? Und der hatte keine Maschinengewehre, der hatte halt einfach halbautomatische Waffen, bei denen er den Kolben ausgetauscht hat gegen einen sogenannten Bump-Stock. Das ist also die amerikanische Bezeichnung für diese Kolben mit Federfunktion. Und auf diese Art und Weise konnte er dann immer 16 Schuss oder 20 Schuss oder was auch immer ins Magazin reingeht, in Folge abfeuern. Also da geht wirklich quasi nur der Rückstoß in so eine Art mechanische Bewegung in so eine Feder. Feder umgeleitet und die dann dazu führt, dass du nicht den Finger immer krümmen musst, sondern dass quasi das Gewehr immer gegen deinen Finger gedrückt wird. Genau, du hältst den Finger und das Gewehr fliegt ein paar Mal pro Sekunde gegen deinen Finger und löst damit immer wieder neu aus. Genau. Also und da finde ich irgendwie, da weigere ich mich irgendwie anzuerkennen, dass das jetzt eine signifikante Änderung der Waffengesetze in den USA ist. Nö. Also, im Ernst. Ich bin bei dir, Philipp. Das ist natürlich auf den ersten Blick nur eine Kleinigkeit, wenn jetzt, was tatsächlich für sich abzeichnet, diese sogenannten Bump-Stocks verboten werden. Aber man muss das natürlich immer ins Verhältnis setzen. Bislang hat es ja in den USA überhaupt keine Reformen gegeben. Wie gesagt, es ist nur noch nicht mal durchgekommen unter Barack Obama, dass die Magazingrößen, ich glaube, von 16 auf 8 Schuss gesenkt wurden. Und jetzt aber gibt es einen breiten Konsens, sogar die National Rifle Association, also quasi der ADAC, der Waffennarren in den USA, die National
National Rifle Association hat angekündigt, dass sie sich einer solchen gesetzlichen Änderung zumindest nicht widersetzen würden. Und da muss man sagen, die Hölle friert zu. Ja, das ist also komplett undenkbar bislang gewesen, dass die NRA irgendeine Maßnahme, die irgendetwas verbietet, rund um den Besitz und die Benutzung von Waffen tolerieren könnte. Und insofern muss man sagen, so furchtbar das Attentat war, möglicherweise markiert dieses schreckliche Ereignis in Las Vegas immerhin so eine gewisse Kehrtwende in der Waffenpolitik in den USA. Wir werden es erleben. Wir haben noch ein kleines Update zu Katalonien, weil wir da letzte Folge relativ ausführlich drüber berichtet haben. Dachte ich, ist es jetzt auch angesagt, dass wir da ein kurzes Update geben, weil dieser Prozess natürlich mit dem Ende der letzten Lage nicht beendet ist in Katalonien. Da ist es jetzt momentan so, dass der politische Prozess in so einer Art Limbo-Phase eingetreten ist. Also das Referendum, umstritten, illegal, sagen einige, ist beendet, hat sich da für die Abspaltung Kataloniens von Spanien irgendwie ausgesprochen, aber das ist bisher nicht vollzogen worden und es war so eine, eine Sitzung des Regionalparlaments war anberaumt worden, das hat das spanische Verfassungsgericht dann wieder verboten und jetzt soll nächste Woche, wollte sich der Regionalchef, der Chef der Regionalregierung irgendwie vor die Presse stellen, jetzt ist ein bisschen die Frage, verkündet er die Unabhängigkeit oder die Loslösung oder sagt er einfach nur mal ein paar vielleicht auch entgegenkommende Worte Richtung Madrid, das ist alles so ein bisschen unklar und es gibt so aus verschiedene Anzeichen, dass die Zentralregierung ein bisschen konzilianter wird. Jetzt hat sich der König geäußert und hat so eine legalistische Rede gehalten, so nach dem Motto, ihr seid ja alle illegal. Und das war jetzt nicht besonders konziliant und nicht besonders, auf Ausgleich bedacht. Aber was man schon mal feststellen kann, ist, dass offensichtlich die Wirtschaft sich da vom Acker macht. Also es hat die größte. Also ein Wort noch zum König, bevor wir zur Wirtschaft kommen, Philipp. Dass diese Rede des Königs war, wie du sagst, legalistisch und sie war zugleich politisch, aus meiner Sicht jedenfalls total dumm, weil sich der König, der ja eigentlich so eine Art Symbolfigur sein soll für die Einheit Spaniens, damit sehr eindeutig auf die Seite eben der Madrider Zentralregierung gestellt hat. Und eigentlich war die Idee, dass möglicherweise der König eine neutrale, respektierte Instanz sein könnte, der sowas wie Ausgleichsverhandlungen zwischen Katalonien und Madrid moderieren könnte. Jetzt hat der König sich aber völlig parteiisch verhalten in dieser Rede und wie du schon sagst, völlig legalistisch und völlig unsensibel gegenüber den Interessen und Befindlichkeiten in Katalonien. Das heißt, der fällt als Moderator jetzt schon mal aus und hat damit im Grunde seine Rolle als Repräsentant der Einheit und als neutrale Instanz leider Gottes nicht wahrgenommen. Genau, und jetzt gibt's halt, die größte Bank hat jetzt heute gesagt, sie will sich ihr Hauptquartier da aus Katalonien verlegen. Es gibt auch viele deutsche Firmen, die überlegen, quasi Katalonien zu verlassen, weil ihnen die Unsicherheit zu groß ist. Viele deutsche Firmen haben da ihre Spanien-Niederlassung, Lidl, Aldi und auch noch ein paar andere. Denn Hintergrund ist, dass es die Sorge gibt, wenn Katalonien sich von Spanien tatsächlich abtrennen sollte, dass Katalonien dann, natürlich kann man sagen, auch quasi aus der EU austritt. Und das hat natürlich ähnliche Folgen wie beim Brexit. Dann gibt es auf einmal wieder Visa, dann gibt es auf einmal Zölle, dann gehen diese ganzen Privilegien, die Unternehmen innerhalb der EU genießen, flöten und das will Katalonien natürlich nicht, die wollen natürlich quasi dann austreten, aber die ganzen Privilegien behalten, das ist eine ähnliche Diskussion, wie wir beim Brexit haben, aber das ist momentan sozusagen der Stand, dass eben viele Unternehmen offensichtlich schon bekannt gegeben haben oder es zumindest auch planen und laut darüber nachdenken, Katalonien zu verlassen, also da ist das Ende offen und wir werden da sicherlich nächste Woche nochmal drüber reden. So ist die Lage. Genau, sollen wir noch kurz den Friedensnobelpreis erwähnen? Ja, das ist doch eine kurze Meldung. Ja, machen wir auch noch. Also Friedensnobelpreis wird einmal im Jahr vergeben, gibt 1 Million Euro Preisgeld, hätte ich jetzt fast gesagt. Und in diesem Jahr ist er gegangen an eine Organisation, die nennt sich ICANN, hat nichts mit dieser Internetverwaltung zu tun, sondern nennt sich ICANN. Und im Kern sind es quasi ein kleines Büro in Genf mit 4 Leuten und einer Vorsitzenden, aber das ist eher ein Netzwerk von, mit Zehntausenden von Aktivisten in 100 Ländern, die sich halt für die Verbannung von Atomwaffen auf der Erde einsetzen. Und die haben halt in diesem Jahr schon einen recht großen Erfolg zu verzeichnen gehabt, weil im Juli 2017, also dieses Jahres, vor einigen Monaten eben ein Vertragswerk unterzeichnet wurde, was Herstellung, Besitz, Einsatz und Lagerung von Atomwaffen verbietet.
klingt erstmal großartig, aber natürlich sind die Atomwaffenmächte nicht dabei. Auch NATO-Mächte wie Deutschland haben das nicht unterzeichnet. Dieser Vertrag tritt in Kraft, wenn 50 Mitglieder ihn ratifizieren. Und diese Organisation ICAN rechnet damit, dass das bis Ende des Jahres der Fall ist. Aber das werden eben nicht die Atommächte sein und es werden auch viele NATO-Länder eben nicht mitmachen. Aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie eben Atomwaffen für unverzichtbar halten. Also das ist sozusagen wieder so ein idealistischer Preis, der natürlich einen sehr ehrenwerten Kampf unterstützen will. Aber sagen wir mal, die Aussicht darauf, dass das wirklich Erfolg hat und wirklich die Atomwaffen von der Erde verbannt werden, die ist doch eher überschaubar. Ja, aber trotzdem finde ich, sollte man die Symbolwirkung nicht unterschätzen, denn weißt du, das gibt natürlich dieser Organisation auch eine ganz andere moralische Autorität. Und man kann dann immer wieder verlangen, dass weitere Staaten beitreten. Man kann Staaten, die sich bislang weigern, darauf hinweisen, dass sie eben doch moralisch so ein Stück weit auch im Abseits stehen. Stichwort zum Beispiel, wir sprachen in der Lage live vor 2 Wochen über die römischen Verträge, also das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Und dass die USA nicht dabei sind, ist halt einfach ein ganz großer Fleck auf der vermeintlich weißen Rechtsstaatsweste der Vereinigten Staaten. Sich also dieser internationalen Strafgewalt nicht zu unterwerfen und zu sagen, unsere Soldaten bestrafen wir entweder selber oder niemand, das ist halt einfach ein Problem. Und insofern hoffe ich, dass dieser Preis für die Organisation ihrem Anliegen weitere Legitimität verleiht und damit vielleicht auch hier und da den Ausschlag gibt, dass Staaten sagen, okay, wir wollen da nicht weiter abseits stehen, wir machen da mit. Wunderbar. Dann noch eine kurze Meldung, weil diese Woche bekannt wurde, dass die EU, sagen wir mal, wieder scharf gegen vor allen Dingen Technikkonzerne aus den USA, in diesem Fall Amazon und Apple, vorgeht. Also wir hatten vor einiger Zeit auch darüber berichtet, dass die EU Irland zwingen will, von Apple über 15 Milliarden Dollar einzusammeln an Steuern, weil Irland relativ geringe Steuern von Apple einkassiert hat, zum Teil gar keine. Irland weigert sich, hat diese Januar-Deadline Anfang des Jahres verstreichen lassen und nun will die EU-Kommission Irland verklagen und gleichzeitig fordern sie das auch von Luxemburg, nämlich in dem Fall dann von Amazon Geld einzusammeln, Steuern einzusammeln, die Luxemburg angeblich unrechtmäßig Amazon erlassen hat, beziehungsweise die haben da den Sachen durchgehen lassen, Gewinne und Umsätze irgendwie innerhalb von Amazon so verteilen zu können, dass eben zum Teil gar keine sehr niedrige Steuern angefallen sind. Da soll Luxemburg von Amazon 250 Millionen Euro in dem Fall einsammeln. Das ist natürlich nicht viel für Amazon, aber es zeigt schon, dass die EU-Kommission und Wettbewerbskommissarin da jetzt offensichtlich stärker hinterher sind, wirklich Staaten auch zu zwingen, von großen Konzernen Steuern einzusammeln, weil die ja zum Teil wirklich fast keine Steuern zahlen durch bestimmte halblegale Schlupflöcher. Ja, und da muss man halt einfach sagen, es gibt Staaten, die glauben, dass sie auf diese tricksende Weise sich Wettbewerbsvorteile erschleichen sollten. Irland ist da momentan so ein bisschen der Bad Guy, aber auch Luxemburg zum Beispiel hat es lange Jahre im Finanzsektor getan und ich glaube, bis heute gibt es da noch Steuerschlupflöcher, die von anderen EU-Staaten ausgesprochen kritisch gesehen werden und bin ich wirklich kein Experte für internationales Steuerrecht, aber soweit ich weiß, gibt es da immer noch solche Schlupflöcher und das ist halt eine Form zum einen mangelnder Solidarität zwischen den EU-Staaten, aber es ist natürlich letztlich auch eine zutiefst unsoziale Maßnahme, nicht? Denn solange eben nicht alle Staaten ein adäquates Niveau einhalten, gibt es großen Druck auf andere Staaten, ihre Steuern und Abgaben möglichst niedrig zu halten. Und das bedeutet halt, dass der Staat relativ wenig Geld einnimmt in diesen anderen Staaten und damit möglicherweise seinen Aufgaben nicht nachkommen kann, ne? Das heißt also, das ist wirklich nicht einfach nur so ein bisschen quasi ein Bruch von europäischen Spielregeln, sondern es hat eiskalt soziale Folgen. Wenn ein Staat seine Steuern senkt, dann haben alle Staaten in Europa tendenziell mehr Probleme, ihre Ausgaben zu finanzieren. Sollten wir denn dafür sorgen, dass die Unternehmenssteuern in allen europäischen oder in allen Mitgliedstaaten der EU gleich sind? Und sollten wir das sozusagen, das sagen ja die Kritiker, dann riskieren, dass der Wettbewerb zwischen den Staaten damit ausgehebelt wird? Also ich würde jedenfalls dafür werben, dass es Mindeststeuersätze geben muss. Und warum eigentlich muss der Wettbewerb ausgerechnet über möglichst niedrige Steuersätze geführt werden? Man könnte ja zum Beispiel auch den Wettbewerb über andere Standortvorteile führen, wie zum Beispiel faire Sozialsysteme, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut ausgebildet sind und glücklich und nicht gestresst zur Arbeit gehen, weil sie wissen, dass sie zum Beispiel im Krankheitsfall ihren Lohn weitergezahlt bekommen. Es gibt ja auch eine ganze Menge anderer Standortvorteile, als jetzt ausgerechnet möglichst wenig bezahlen und damit möglichst wenig zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen.
Wir wenden uns nochmal der SPD zu. Da ist natürlich, das haben wir letzte Woche beschrieben, momentan nicht so wahnsinnig viel los in Sachen Koalitionsbildung, bei der SPD jetzt sowieso nicht, aber auch in der Oppositionsarbeit. Und generell ist einfach ganz wenig los, ja, in der politischen Landschaft. Das wollte ich nochmal, wo wir zur Einleitung dieses Themas, ja, noch ganz kurz einflechten. Ich finde das ganz bemerkenswert, denn normalerweise ist die Zeit nach einer Bundestagswahl doch so eine Zeit von großer Hektik. Jeden Tag werden neue Thesen irgendwie in den Zeitungen diskutiert, der hat sich mit dem getroffen, hier wird sondiert, da zeichnen sich irgendwelche Einigungen ab, Gremien werden besetzt, Personalentscheidungen werden getroffen, und in Deutschland gab es jetzt nur diese Konstituierung der Fraktionen im Bundestag, aber ansonsten passiert überhaupt gar nichts. Also das finde ich jetzt eine total surreale Zeit gerade, die wir erleben nach einer Bundestagswahl, dass im Grunde alle Parteien so quasi die Bettdecke über den Kopf ziehen und sagen, um Gottes Willen, bloß nicht bewegen und bloß nicht auffallen. Ja, aus dem Grund Niedersachsen, ne? Oder? Wahl in Niedersachsen. Genau, genau. Das ist das Stichwort, Entschuldigung, hätte ich natürlich erwähnen müssen. Also der Hintergrund ist die Wahl in Niedersachsen. Wir hatten es schon, glaube ich, in der Wahlsendung erwähnt, dass jetzt keiner so richtig Wählerinnen und Wähler verschrecken will. Deswegen warten jetzt alle ab, was in Niedersachsen sich tut. Und dort liegt jetzt in den Umfragen neuerdings der Amtsinhaber Herr Weil vor seinem Herausforderer von der CDU. Müssen wir mal abwarten, was bei der Wahl passiert. Gleichzeitig gibt es aber innerhalb oder in Sachen SPD die Diskussion, ob Martin Schulz weitermachen soll, beziehungsweise wenn er weitermacht, wie lange er sich denn wohl halten kann, nach Niedersachsen, über Niedersachsen hinaus. Kann er Vorsitzender bleiben? Ich glaube, im Dezember ist Wahl bei ihm. Turnusgemäß. Ja. So ist sozusagen die Frage, also keiner rechnet ernsthaft damit, dass er nochmal als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen wird in 4 Jahren. Sprich, macht es dann Sinn, ihn zum Vorsitzenden nochmal zu machen? Wenn nicht, soll er dann nicht lieber gleich gehen? Und warum ihn jetzt nochmal wählen? Also was denkst du, ist er der richtige Mann? Ich finde, es ist ehrlich gesagt sehr schwer, das jetzt zu entscheiden. Ich habe von ihm noch kein wirklich klares Bild, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da jetzt auch viel drüber nachgedacht, ob Schulz es noch weitermachen soll oder nicht. Ich finde auch, dass eigentlich die SPD jetzt mehr über Inhalte diskutieren sollte als über Personen, denn bis zur nächsten Bundestagswahl ist es noch eine ganze Weile hin, und ich persönlich begrüße sehr, dass es da jetzt innerhalb der Partei doch einen sehr bunten Diskussionsprozess gibt. Der hier in der Lage schon mehrfach erwähnte Abgeordnete Marco Bülow aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund, hat einen Diskussionsprozess angestoßen, dann eine Gruppe, sagen wir mal, junger Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hat eine Kampagne gestartet unter dem Stichwort SPD++, unter anderem Henning Tillmann von D64 ist da mit dabei, aber auch zum Beispiel junge Unternehmerinnen, ja, aus Berlin, haben sich da engagiert, das finde ich auch sehr interessant, und das ist doch aus meiner Sicht jetzt jedenfalls erstmal eigentlich die spannendere Frage. Ich finde, Martin Schulz ist jedenfalls ein hinreichend geeigneter Kandidat, um die SPD noch für eine Übergangszeit zu führen. Ob er dann tatsächlich der richtige Mann ist, um das neue Programm zu vertreten in einem neuen Bundestagswahlkampf in 4 Jahren, das kann man, glaube ich, heute noch gar nicht sagen. Aber ich finde es gar nicht verkehrt, wenn ein alter Polithase, sagen wir mal, jetzt die Partei noch ein Jahr führt oder 2 Jahre und diesen Reformprozess moderiert. Denn mal ganz ehrlich, jemand, der selber vielleicht gar keine Aktien mehr im Spiel hat, ne, weil einfach klar ist, dass er selber nicht mehr derjenige sein wird, der dieses Programm verkaufen muss, der kann vielleicht so einen Diskussionsprozess fast besser moderieren als jemand, der versucht sein könnte, sich jetzt ein neues Programm gleichsam auf den Leib zu schneiden. Ja, mir scheint auch, dass das Martin Schulz besser auf den Leib geschnitten zu sein scheint. Also beispielsweise auch seine Rolle als Präsident des Europäischen Parlaments war ja auch so eine moderierende, ja, wo er nicht keine politische Agenda durchsetzen musste, sondern halt Chef von dem Haus war und ausgleichen musste, zurechtweisen musste, aber nicht wirklich eine eigene Agenda und ein eigenes Ziel sozusagen vertreten musste. Und das, da sollten wir nochmal über diese Spiegel-Reportage der aktuelle Spiegel sprechen? Weiß ich jetzt gar nicht. Von Marco. Heute Abend kommt der neue Spiegel raus, ja, ne? Genau. Also von dem jetzt noch gültigen Spiegel sozusagen, Markus Feldenkirchen hat eben Martin Schulz monatelang begleitet im Wahlkampf als Kanzlerkandidat. Einzige Bedingung der SPD war Text erst nach der Wahl. Der ist eben jetzt erschienen und diese Reportage wird sehr ausführlich diskutiert. Wir haben es letztes Mal nicht gemacht, deswegen holen wir das nochmal nach. Also das ist schon, fand ich, sehr, sehr interessant, ehrlich gesagt, diese Reportage zu lesen. Ich habe keinen Disput über Fakten gehört. Also ich habe, sagen wir mal, man kann die, glaube ich, als, sagen wir mal, korrekt
annehmen, ja, also es ist jetzt von der SPD nichts gekommen, falsch zitiert und falsche Fakten und verzerrend und so. Also das heißt, so wie das da beschrieben ist, glaube ich, kann man das mal als unumstritten hinstellen und da entsteht doch ein sehr, sehr interessantes Bild, A, über Martin Schulz und B, aber auch, warum diese Kampagne so schlecht war. Und da sind einige Sachen zutage gekommen, finde ich, über die wir in der Anlage gesprochen haben, also dieses merkwürdige Fragezeichen, da ist dieser Hype mit der Nominierung und dann passiert gar nichts. Dann wird er nicht konkret, da bleibt alles im Nebel und wir wissen jetzt auch, warum. Ja, da haben wir uns gefragt, das hat dieser Meinungsforscher in dieser Reportage gesagt, so nach dem Motto, da hättet ihr konkreter werden müssen. Martin Schulz hat gesagt, ich will konkreter werden, ich muss den Leuten was sagen. Und in der Reportage steht, sein Team, die ganzen Berater, Willy Brandthaus, alle sagen, nein, unsere Forschungen zeigen, wir dürfen nicht konkret werden, wir müssen im Ungefähren bleiben. Und das war so einer der großen Fehler. Hast du das auch so gesehen? Jedenfalls, wenn man diese Reportage gelesen hat, hat man überhaupt keinen Zweifel mehr daran, dass der Martin Schulz letztlich gefangen war in einem ganzen Netz von Beratern und Gremien, die alle an ihm gezerrt haben. Und er hatte, so jedenfalls ist der Eindruck, der da entsteht, wenn man diesen Feldenkirchentext liest, er hatte überhaupt keine Chance mehr, einfach mal Martin Schulz zu sein. Das heißt, er hatte überhaupt keine Beinfreiheit. Er war im Grunde, ich will jetzt nicht sagen Marionette, ne, aber er war halt völlig eingespannt in diesen Parteiapparat. Und im Nachhinein würde ich sagen, wenn es ist ja kein Zufall, dass er am Anfang einen Schulz-Effekt ausgelöst hat und dann in dem weiteren Verlauf des Wahlkampfs unglaublich viel Enttäuschung und Frustration, auch das ist auch, was ich so von vielen Freunden gehört habe. Und da muss man halt einfach sagen, man hätte ihn einfach mal Martin Schulz sein lassen sollen. Wenn man doch merkt, der Mann löst spontane Begeisterung aus, warum lässt man ihn dann nicht mal machen? Und ja, also ich würde da die wesentliche Verantwortung für diese Pleite eher bei der Parteizentrale und bei den Funktionären sehen als bei der Person Martin Schulz. Ja, das ist nämlich die große Frage, die auch in dem Spiegeltext aufgeworfen wird. Das ist ja normal, dass da 1000 Leute an einem rumzerren, ja? Aber jemand, der Bundeskanzler werden will, der muss die Möglichkeit haben und die Fähigkeit haben, sich zu emanzipieren und zu sagen, Leute, jetzt haltet mal den Ball flach, jetzt machen wir das so, wie ich das will. So, und wenn ihr dann nicht mitmachen wollt, dann suche ich mir andere Leute. Aber das merkt man in der Reportage, der hat irgendwann auch gemerkt, Leute, ich muss mich hier total verbiegen. Ich halte hier im internen Kreis so, sagen wir mal, so spontan Reden, die alle entflammen und alle gut finden. Dann setzt ihr euch mit 10 Leuten hin und schreibt das irgendwie auf. Dann gebt ihr mir diesen Zettel und ich erkenne mich selber nicht wieder. Ich muss da irgendwie einen weichgespülten Kram verkaufen. Und das erkennt man als jemand, der Bundeskanzler werden will und sagt, Leute, so läuft das nicht. Das bin nicht ich. So fahren wir den Zug gegen die Wand. Du und du und du, ihr geht, ich nehme den und den und den und jetzt bin ich Martin Schulz und so werden wir gewinnen und wenn wir verlieren, dann nehme ich das auf meine Kappe, aber das ist der Weg, wie ich das hier machen will. Und das hat er nicht gemacht. Ja, er hat nicht die Kraft gehabt, sich von diesen völlig, in meinen Augen, völlig planlosen Beratern zu emanzipieren und zu sagen, das ist der Weg, wie wir das machen, let's go. Und das, finde ich, ist nicht nur Schuld von diesen Beratern. Ich finde, Schuld von diesen Beratern ist, dass sie keinen Plan haben. Das kommt in dieser Reportage zumindest nicht durch. Ich meine, wo man denkt... Da kommt die Planlosigkeit durch. Deswegen, diese Reportage ist aus meiner Sicht ein absolutes Musterbeispiel für politischen Journalismus. Markus Feldenkirchen ist einfach ein ganz toller Journalist. Ich bin immer wieder begeistert. Nicht immer bin ich seiner Meinung, aber er schreibt wirklich bemerkenswert gut. Es sind kluge Gedanken. Das sollte man wirklich lesen, ja. Lohnt sich. Und diese Berater, das ist also wirklich schockierend, was die da abgeliefert haben. Ja, Merkel ist ja kein unbekanntes Wesen, die ist seit 12 Jahren da und die gehen in diesen Wahlkampf und haben offensichtlich keinen Plan, wie sie Merkel attackieren wollen, wie sie irgendwie eine Differenz schaffen wollen. Auch das CDU-Programm, das SPD-Programm, diese Inhalte, das ist doch nach 4 Jahren großer Koalition kein Geheimnis, dass die sich sehr ähnlich sind. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Merkel nicht konkret wird. Und es ist auch kein Geheimnis, dass sie einen Kuschelkurs führt. Und es ist auch nicht überraschend, dass sie nicht konkret wird und attackiert. Da muss man aber, wenn man in so einen Wahlkampf geht, da muss man doch einen Plan haben, wie gehen wir damit um? Ja, ja, natürlich, da muss man doch, das muss einem doch wie Schuppen von den Augen fallen, dass man sich gegen Merkel nur mit harter Attacke absetzen kann. Da muss man sich doch irgendwie abgrenzen. Da kann man doch nicht auf diese Kuschelkurs-Taktik reinfallen, mit der die SPD schon in zwei Bundestagswahlkämpfen an die Wand gespielt wurde. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben ja die Wahl schon ausführlich analysiert, aber dieser Feldenkirchentext, der bringt wirklich nochmal neue Aspekte, weil er einfach sieht, wie sehr Martin Schulz im Grunde von irgendwelchen
Apparatschicks im Willy Brandt-Haus da letztlich festgenagelt ja. wurde. Und ich meine, das Bild, was von Martin Schulz entsteht, das ist ein total netter, lieber Typ. Ja. So, das ist das Bild, ja. was entsteht. Der mag alle, der ist einfühlsam, der ist total selbstkritisch, manchmal depressiv, ein bisschen zu selbstkritisch, nimmt sich viel zu Herzen, ja, hat keine harte Schale, sondern ist ein echt ein sympathischer, netter Mensch. Ja. Und das ist ja auch das, was man während dieses Schulz-Hypes, glaube ich, auf der Habenseite verbuchen konnte, dass die Leute das Gefühl haben, hey, da ist mal jemand, der ist ein bisschen anders. Und man liest in dieser Reportage, scheint was dran zu sein. Der scheint wirklich ein bisschen anders zu sein. Ja, und hätte man ihn nur machen lassen. Ja, vielleicht. Hätte man ihn nur machen lassen. Weißt du, deswegen einmal muss ich noch diese Szene in Erinnerung rufen. Wir haben sie in der Lage eigentlich schon besprochen, in der Runde unmittelbar am Wahlabend, wo Martin Schulz wusste, es ist vor die Wand gefahren, die Sache ist vor die Wand gefahren. Und dann hat er sich ganz offensichtlich gesagt, so ihr ganzen Berater, ihr ganzen Gurken, jetzt ist es mir mal scheißegal, was ihr denkt. Jetzt rede ich mir mal einfach meinen Frust von der Seele. Und was macht der Mann? Er greift Angela Merkel in einer so charmanten, faszinierenden Weise an, wie man es im ganzen Bundestagswahlkampf nicht erlebt hat. Und ich weiß nicht, wie viele Leute hinterher auf Twitter und auf Facebook geschrieben haben, wer hätten wir doch einen solchen Martin Schulz bitte in den letzten 5 Monaten erlebt. Und das macht, weißt du, diese Szene in dieser sogenannten Elefantenrunde, zusammengenommen mit dem Feldenkirchen-Text, macht eigentlich klar, dass die SPD-Apparatschicks, die SPD-Funktionäre einfach in die, also jetzt nicht mal die Top-Eliten, sondern eher so die, ne, die Leute, die da eben in den Büros sitzen, im Willy Brandt-Haus, dass die diese Kampagne vor die Wand gefahren haben. Und jetzt kann man nur hoffen, dass die Partei daraus lernt und sagt, wen auch immer wir auf den Schild heben, welche Frau, welcher Mann diese Partei in den nächsten Wahlkampf führen wird, die muss halt einfach oder der muss halt einfach Beinfreiheit haben. Der muss auch einfach als Mensch mit seinem Programm und seiner Persönlichkeit erfahrbar werden. Die kann man doch nicht quasi einpacken in eine Gummizelle oder in einen Riesenkarton mit Wattebäuschen und damit quasi unsichtbar machen und dann so durchs Land fahren lassen. Das ist doch absurd. Sorry. Ja, also das würde ich auch sagen. Wie gesagt, ja. Schulz kann man den Vorwurf machen, dass er das nicht durchgesetzt hat, dass er sich da nicht durchgesetzt hat. Ja. Aber wenn die, wie das im Spiegeltext beschrieben ist, in einer Gruppe über einem Text sitzen, über einer Rede sitzen, um Komma Interpunktionsfehler zu korrigieren, ja, ja, da kannst du nur sagen, also das kann nichts werden, wenn da wie 6, 7 nee. Leute an so einem Text, an so einer Rede arbeiten, aber Schulz dann eben auch, Schulz dann eben auch nicht hingeht und sagt, gib mir den scheiß Text, ich mach das. Ja, und dann setzt er sich mit einem hin und geht das Ding durch und macht das so, wie ihm das passt. Das hat er halt auch nicht gemacht. Er hat dann immer mit dem Zettel da gestanden und gesagt, was ist denn das für eine Rede, da kenne ich mich ja gar nicht wieder. Na gut, dann halte ich sie eben so. Ja, und so geht's halt auch nicht. Also, das sozusagen nochmal zu Schulz, absoluter Lesebefehl. Lesebefehl, ja. Hier noch zum Schluss der Sendung ein kleiner Hörbefehl in eigener Sache. Ich habe heute zu einem Thema eine Sendung aufgenommen, das wir hier auch oft besprechen, nämlich wie soll man eigentlich mit diesen Populisten, speziell der AfD, die jetzt im Bundestag sitzen, in Zukunft umgehen, so, also speziell Journalisten. Und da habe ich eine Stunde im Deutschlandradio mit gesprochen und debattiert mit zwei ganz interessanten Leuten, nämlich einmal Per Leo, ist Historiker und Buchautor, und Matthias Dell ist Medienjournalist. Und Per Leo hat mit Max Steinbeiß, der in der letzten Lage hier auch mitgesprochen hat, ein Buch geschrieben. Das nennt sich Mit Rechten reden. Das erscheint am 14. Oktober demnächst im Handel, kann man sich durchlesen. Und da nehmen Per Leo, Max Steinbeiß und noch ein anderer Autor sozusagen so einen interessanten Perspektivwechsel vor, sozusagen, nämlich sie versetzen sich so in die Rechten und gucken, wie die Welt aus deren Sicht aussieht und wie man darauf fußend mit Rechten eigentlich umgehen müsste. Habe ich im Breitband gesprochen, ist dann glaube ich am Samstag, also sprich morgen, läuft es im Radio um 13.05 Uhr und danach als Podcast bei breitband.deutschlandfunkkultur.de. Shownotes kennt ihr, Link findet ihr dort. Zu hören. Das vielleicht als Hinweis, weil es wirklich eine, finde ich, ganz interessante Diskussion war. Jetzt nicht weniger wegen mir, sondern eher wegen der beiden Gäste. Und ist aber ein Thema, was wir hier auch besprochen haben und gibt es ein paar ganz interessante Punkte. Könnt ihr euch mal anhören. So far so good, Ulf? So far so good. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben die Lage der Nationen erschöpfend diskutiert. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Erholt euch gut, kommt gut in die neue Woche. Viel Spaß mit der Lage gehabt zu haben. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns über Sternchen, zum Beispiel bei iTunes. Und in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und auf bald. Alles Gute, bis dann. Schöne Woche. Tschüss.